Ich heiße Michael Bittner, ich bin Platzwart, technischer und sportlicher Leiter und bin seit 2005 hier angestellt. Wir haben 4 Sportfelder, davon 2 Kunstrasenplätze. Und Sportarten, die wir draußen haben, sind Fußball und Football. Ich war erst kritisch dafür, also bei dem Roboter, weil wir da erstmal keine Erfahrungswerte haben, weil mir nicht bekannt ist, dass irgendein anderer Verein hier im Umkreis so einen Roboter hat. Also im Moment bin ich der Meinung, ist das für uns ein Gewinn, weil einfach die Linien sind sauberer, das ganze optische Bild ist einfach schöner. Also mit einem Turf Tank brauchst du natürlich relativ, also wesentlich weniger. Ich sag mal, wenn wir die Möglichkeit hätten, mit der normalen Kreidekarre auch die Zahlen und dieses Logo zu machen, also dann würden wir mindestens auf 6 Kanister kommen, die wir bräuchten. Und jetzt sind wir bei 3,5. Mein Name ist Marco Monsis, ich bin 43 Jahre, ich bin Vizepräsident im Gesamtverein und sportlicher Direktor der Bremerhaven Seahawks, der American Football Abteilung im OSC. Aufmerksam geworden bin ich bei euch auf euch in Köln. Ich war da beim American Football und da war einer von Turf Tank und hat eine Vorführung gemacht. Und mit dem habe ich mich unterhalten und der hat mich dann weitervermittelt. Und so ist das Ganze dann entstanden und dann haben wir uns das mal genauer angeguckt. Unsere Platzwart-Mitarbeiter waren da nicht so begeistert von, weil die ein bisschen Angst hatten, dass da so der Arbeitsplatz bei Flöten geht. Aber das ist überhaupt nicht die Intention, die dahinter steckt, sondern wir wollen eher, dass die Arbeitskräfte besser genutzt werden, auch hier im Verein besser genutzt werden. Denn wenn der Roboter markiert, können die in der Zeit andere Sachen machen. Um das Ganze auch ein bisschen zu berechnen, haben wir uns halt überlegt oder geguckt, wie viel Zeit sparen wir durch die Mitarbeiter ein oder wie kann die Zeit anders genutzt werden, da wir eh Mitarbeitermangel haben. Und haben dann festgestellt, dass wir durch den Roboter, auch wenn er ein bisschen Geld kostet, wir aber da ja, die Zeit besser optimieren können, mehr die Mitarbeiter besser einsetzen können und da hat sich das schon von, der Faktor Zeit hat sich schon gerechnet bei uns. So, natürlich sind bei dem Turf Tank der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt, also man sitzt abends auf dem Sofa, hat das Tablet in der Hand und kann dann da für sein Training, was man hat oder für die erste Herren oder für die Trainer allgemein die Spielfelder vorbereiten. Man muss nicht vor Ort sein, es ist auch sehr einfach zu bedienen und das macht den Turf Tank auch so spannend und auch so gut.